Ahoi Leute und willkommen zu einem neuen Part von Titan Quest Multiplayer mit LeFishy, dem Doktor. Oh mein Gott, hast du gerade laut angefangen. Ich habe mich voll erschreckt. Danke. Okay, gut, dann wir sind immer noch in diesem Labyrinth, wie wir im letzten Part aufgehört haben. Und dann gehen wir mal weiter, verprügeln ein paar Gegner. Gorgonen auf Fräse. Okay, du machst die Feuergorgonen, ich mach die komischen Viecher. Weil ich habe vor Feuergorgonen Angst. Ich wollte gerade Gorgonen sagen. Weil die mit Todes viel Schaden machen, Alter. Ja, genau, die Maschine kann einfach weiter auf mich draufschlagen, obwohl sie gefreezed ist. Sie ist ja chillig. Beim Archimedes, einmal Archimedes Tapferkeit und einmal Archimedes Spiegel. Blühende Beinschienen, ich habe blau. Ei, dai, todesgeil. Was denn was? Blaue Beinschienen, 72 Rüstung! Zeig mal her! Hier, guck sie dir an. Ganz hin. Wie geil die sind. Alter, übertreib halt maßlos. Kannst du sie anziehen? Ja. Ach du fuck, Alter. What the fuck, was kann das Plus machen? Fuck it. Die sind so überpowered wie meine Waffe. Feuerwiderstand, Wahrscheinlichkeit, Feuervergeltung, Gesundheitsregeneration, Energieregeneration, Bewegung, schadensresistent gegen Tiermenschen, Alter. Ich meine, ich habe jetzt ein übertriebenes OP-Schwert. Ich habe ein OP-Schwert von dir und ein übertriebenes Dings. Ja, so langsam läuft bei uns. Ich habe ein OP-Speer, ich habe ein OP-Schild und ich habe noch einen Bogen, der ziemlich geil ist. Hast du eigentlich ein blaues Schild? Ja. Natürlich. Ich habe inzwischen nur noch blaue Waffen. Du auch? Ich habe keine zweite Slot-Waffe. Weißt ja, habe ich halt auch. Ich habe drei Waffen sozusagen, die blau sind. Oh nein, ja, ich schon wieder Lebenskraft. Gegen die Mond extra Schaden. Lass mich die töten. Ich hasse Limos. Gegen Maschinen machst du auch extra Schaden. Das ist eigentlich voll das Dungeon für dich. Lass mich einfach die Limos töten. Ich hau mit drauf. Ich mache eh gegen alles Schaden. Ja, ich auch, aber okay, gegen Skelette jetzt nicht so viel, aber trotzdem mache ich noch ziemlich viel Schaden. Ist die Tür aufgegangen? Nein, okay. Oh, das Fenster ist offen. Alter, es ist ein schöner Tag draußen. Ich könnte ja rausgehen. Ja. Und dein Gärtnergold sammeln. Ja, ich meine, ich könnte mal wieder meine Parkanlage durchforsten. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Wie viel Hektar hast du nochmal? 27? 50, ich habe auch gestockt. 50? Boah, dann bist du ja fast bei mir. Ungefähr auf der Hälfte. Aber ich meine, ich bin Gärtner, ich brauche einen großen Garten. Von 100 Hektar. Du weißt, wie viel ein Hektar ist, oder? Nicht direkt. 10.000 Quadratmeter. Billig. Was, wie also 10 Quadratkilometer. Nein, 10.000 Quadratmeter. Was ist denn Quadratkilometer? Müsste ein Quadratkilometer sein. Ne, ist ja, der stimmt hoch 2 deshalb. Da hinten ist, hier links ist noch ein freier Raum. Ja, ich seh's. Übrigens, so Statuen habe ich überall in meinem Garten stehen, auch in dem Labyrinth aus Buchsbaum, der 3 Meter hoch ist. Und dann habe ich aus Portugal gekauft. Importiert. Alter, Buchsbaum ist todesteuer in der Größe. Und richtig geil eigentlich. Ach stimmt, ich mache ja, ich krieg ja jetzt Schadensresistenz gegen Gorgon 30%. Ja, Tiermenschen. Kriegst gegen fast alles auf dieser Welt Schadensblock, weil fast alles Tiermenschen sind. Du bist so ein Assi, ne? Kriegst den Großhelm. Super. Der wahrscheinlich, den du wahrscheinlich benutzen kannst, den ich dann nehmen muss, weil der gut ist. Er ist wirklich ganz gut. 44 Rüstung, 119 Leben plus. Ja, natürlich, aber wollte ich nicht. Ich benutze lieber meine Gesundheitsregeneration. Kannst du einen Heal machen oder? Keine Lust. Okay. Ich muss dich mal erstmal treffen, Alter. Du weißt ja, meine Maus hakt ein bisschen. Alter, wie ich gesehen habe, wie flüssig du TTT spielst, ey. Da hab ich fast einen Orgasmus bekommen. Ja, war nur ein bisschen beschissen mit meinem Mauspad, weil das an der Einstellung verdreckt ist und dann ist das richtig behindert. Ja, kenn ich. Kann man einfach nicht gut ziehen manchmal. Kenn ich. Aber bei meiner wackeligen Frame-Anzahl ist es auch ziemlich leicht. Also ziemlich geil zu zielen manchmal. Man kann manchmal ganz gut zielen damit sogar. Das ist wie als. Wenn irgendwas leckt, dann ist es bei mir auch so, dann kann ich euch richtig gut ziehen, weil ich einfach. So, da kann man einfach schneller reagieren. Ja, aber wenn es sich zu stark leckt, ist es anstrengend. Ja, also wenn ich Connection Fails habe, dass ich dann die Gegner gar nicht flüssig sehe. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber ein bisschen Lag ist geil. Manchmal. Nicht immer.
Ich sehe die Gegner gerade nicht mal mehr. Ja, auch die verschwinden so im Hintergrund. Ja, genau. Gott, so ein bisschen Tunnelblick. Hab ich immer. Ich habe gestern schön Jim Apfelsaft getrunken. War eine Erfahrung, chillig. Shit, den hätte ich brauchen können. Ja, ich auch. Nein, du bist viel weiter als ich. Ja, siehst du? Das muss ich weiter ausbauen. Wie weit bist du? Hinterbeschwert. Hinterwaffenwechsel. Okay. Ich bin jetzt bei Sprachblase. Ja. Ja, du bist doch wieder ein bisschen weiter als ich. Du bist schneller als ich. Ja, ich habe ja auch, ich glaube, zweimal Geschwindigkeit hoch. Einmal plus habe ich aber, glaube ich, auch. Ich finde es lustig, wie viele Brunnen hier gesetzt sind. Wir brauchen die überhaupt nicht. Oh, oh. Der ist nicht so stark. Aber er ist groß. Guck ihn dir an, er ist doppelt so groß wie wir. Ach, wirklich? Im letzten Part hast du rumgeheult, dass du gar nicht doppelt so groß wie wir. Waren sie auch nicht, aber jetzt. Waren sie auch im letzten Part schon, wirklich. Das ist mir egal. Hab ich's aber nicht rausgefunden. Ich bin schon auf der Vergeltung, so, weil der scheiße ist. Ich lass dir immer was über. Beschwer dich nicht. Den letzten Scheiß. Oh fuck, ich will in diesen Raum. Und wirklich hin? Ja. Das ist todesweit. Sorry, Freunde, wenn ich das stört, aber ich will Gegner töten. Ich will noch ein bisschen leveln. Ich bin auch gleich von Level. Ich glaube, im nächsten Raum level ich dann auch. Ich bin jetzt nicht bei den Menschen, bei der Gruppe. Ja? Ach ja. Du bist schneller als ich und trotzdem kann ich ganz gut mit dir mithalten. Ja, weil ich halt schlecht laufe. Ja. Klar, erstmal voll daneben schießen. Was ist die Idee überhaupt? Ich hab das Skelett gerade eingefroren, ohne dass man die Frostdinger gesehen hat. Natürlich. Level up. Levelt. Dupti-dupti-du. Ich hoffe, wir können irgendwann nochmal unser Secret Let's Play weiterführen. Ja, irgendwann wird es sicherlich gehen. So wunderschön. Du hast alles gelootet. Was skill ich noch kurz? Mein Gift wollte ich skillen, dann skill ich noch mein Wurfmesser und dann noch einen auf Dings auf. Dings? Meine Klasse. Ich hab Hunger. Ich glaube, meine Küchenfrau macht gerade Essen. Ich verliere. Ich habe zumindest gerade klappernde Töpfe gehört und ich weiß nicht wie, weil die Küche ist, glaube ich, irgendwie 4 Kilometer entfernt. Durchs Babyphone. Wahrscheinlich. Vielleicht habe ich auch noch die Kameras aktiv. Nicht, dass die Ungarn hier was klauen. So. Du weißt ja, Vernichtung der Schwarzen und so. Ja. Wer das jetzt hört, ohne den letzten Park gesehen zu haben, Alter, der muss sich Sachen denken. Ohne halt, oder halt ohne Metro zu kennen. Wer ist Metro? Weiß ich nicht. Artyom. Ich dachte, du meinst Antyom. Ich weiß. Mein Spiel, das hat mein Leben verändert, dass er Artyom heißt. Einen grünen Kurzbogen gekriegt. Kannst du ja in den Müll schmeißen. Ja, wahrscheinlich. Instant einfach. Das Buch ist so hammergeil, Alter. Kampfmarkierung, wenn du nicht willst, nehme ich die. Hab ich nicht gesehen, ich weiß aber auch nicht, was sie bringen. Machst du mehr Schaden. Was? Ich mach genug Schaden. Angriffsgeschwindigkeit und verursachter Schaden wird erhöht. Achio. Ich weiß gar nicht, ob man in Metro Last Light noch Achion spielt. Wie soll man sonst spielen? Dr. Watson? Nein, irgendeinen anderen. Weil man in Metro Last Light... Hitler! Ich spoilere jetzt nicht. Mit dem mache ich auch Schaden. Ja, das sind Dämonen. Das war ein Tier. Bestie hieß das, oder? Oder ich mich verlesen? Tier. Ein wirklich Tier? Ja. Oh. Bin überlegen, ob ich mir Titan Quest auf Steam nochmal kaufe. Kenn ich. 2,50? Wenn, ja, 2,50 für die Gold Edition. Ich bin auch im Überlegen, ob ich mir kaufe. Einfach nur, um es auf Steam zu haben. Ich meine, ich würde überlegen, ob ich es einfach als Geschenk kaufe, damit ich es irgendwann verschenken kann an jemanden. Das Gewinnspiel. Wenn wir das Play vorbei haben und dann müssen wir irgendwo Nachrichten in alle Parts verstecken und dann können wir es verschenken.
Dann guckt sich jemand das wirklich an und dann sagen wir, oh, ich hab's verkauft schon. Dann weint er und zeigt uns an, den Betrug. Ja, könnte er sogar. Das wäre Internetbetrug. Du bist Internetbetrug. Du doch auch. Ich weiß. Gut. Und das muss auch so. Das macht ja keinen Spaß. Nein, das steht wirklich fest hier, nicht hier. Bei mir stand er dir, bei der Fledermaus. Auch bei der hier? Warte. Ich hab sie getötet. Genau, bei der Meinung schon. Aber der steht West hier. Der Vorstand wirklich Tier. Nein, das kann gar nicht sein, was genau die gleiche ist. Stand aber Tier. Bestie, Bestie, Untote. Machst du bei Untoten auch mehr Schaden? Ich weiß gar nicht. Ich glaube irgendwo bei schon. Dämonen. Ich hatte irgendwas mal mit Untoten mehr Schaden. Bortus. Nee, hier nicht. Okay. Ja, so eine Statue habe ich auch bei mir im Garten stehen. Ich glaube im Garten 4, ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Nach links unten, komm da. Weißt du, in welchem Garten ich die Statue mit der nackten Frau vor dem Engel liegen habe? Stehen habe? Ich glaube, das war der 7. oder der 10., ich bin mir nicht sicher. Warte, 7, 10. Ja, müsste 7 gewesen sein. Ne, die stand nicht im Buchsbaum-Labyrinth. Das Buchsbaum-Labyrinth ist hier Garten 5. Und 4. Und 3. So. Alter, das Labyrinth ist so groß. Ja, ein bisschen, ne? Haben Labyrinthe manchmal so an sich. Das ist bestimmt hier eine Minecraft-Adventure-Map. Nein, nicht. Echt nicht? Ha? Verstehst du es echt nicht? Ha, ich bin verwirrt. Ich hab mir nicht zugehört. Also. Ich hab mir nicht zugehört. Achso, okay. Und dann habe ich jetzt komplett dann habe ich erstmal musste ich erstmal überlegen, was ich überhaupt gesagt habe und dann wusste ich es nicht mehr. Oh fuck, Alter, was ist das denn? Die macht mir keinen Schaden. Okay, da ist ein Dingens drin. Heldenmeister. Was? Und die macht mir doch noch Schaden. Okay, der hat's auf mich abgesehen. Das ist gut für dich und schlecht für mich. Warum ist das gut für mich? Weil er dich damit nicht angreift. Ja, aber ich krieg doch weniger Schaden von ihm, 30%. Das ist negativ für uns. Da oben ist die Hauptquest. Da ist eine Kiste noch. Willst du was haben davon? Ja. Nein, nimm mit. Nein, oh. Das nehme ich halt alles. Ich kann das nicht mehr tragen. Ja, warte, ich komm gleich. Belebte Konstruktion, anstatt da einfach drunter zu schreiben, Maschine, nein. Wir haben noch 6 Minuten. Nice. Könnte sogar sein, dass wir es in diesem Part schaffen. Nein. Nein, das Labyrinth ist noch riesig. Ja, wir können zwar schon, glaube ich, direkt dahin gehen, aber das willst du ja wahrscheinlich nicht. Nein, wir können auch nicht direkt dahin gehen, wir müssen erst wirklich durch das komplette Labyrinth. Ich habe gerade so einen leichten Sprachfehler. Warte, das ist jetzt schon der dritte Part, ne? Das ist jetzt, ja, das ist jetzt Part 27. Shit. Dann haben wir nächste Woche 30 Part aufgenommen. Ja, läuft doch. Nice. Das ist geil. Das gefällt mir. Ich bin hier übrigens allein mit einem Hund von dir. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Bist du gar nicht. Geh mal kurz in die Stadt. Ich mach das. Voll. Ich nicht. Kann man auch irgendwie machen, dass sich das Handy nicht beim Timer entsperrt? Weiß ich nicht. Also nicht sperrt. Nicht sperrt, ja klar. Weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich gehe mal schon ein ganz kleines Stück weiter, aber ich werde nicht viel töten. Ich hole mir nur schnell den Schrein der Erfahrung. Muss ja eh noch ein bisschen hinterher leveln. Du bist ja wieder fertig, komm gleich zurück. Aus. Ich level gleich. Dupdidu. Und schalala. Ich bin gleich beim nächsten Brunnen. Ja, ich geh jetzt hier gerade durch. Gut, ich glaube nicht, dass wir das noch diesen Part schaffen. 5 Minuten haben wir noch. Ja, guck mal, wie riesig das Ding noch ist.
Da unten geht's noch weiter. Es gibt noch einen Raum sozusagen. Wenn man die Hauptquest schon gesehen hat, nimm meine Hoffnung und zerstör sie. Aber ich denke mal, das nächste Teil können wir gleich mal gut noch fertig machen. Also ist noch das, das hier ist rechts unter uns und dann noch das rechts über uns. Oh, ich bin gleich tot. Und ich bin tot. An was bist du gestorben? Ja, jetzt sind Tauern. Vier Stück. Fünf Stück. Sogar eine Ober... Alter, das ist eine Oberer. Ja, das hat mich ja gestorben. Ich hab die noch fast platt gemacht. Drei Stück habe ich, glaube ich, platt gemacht. Ja, die Doppelachse bei mir durch den Boden gefallen. Ja, hier drei Stück habe ich platt gemacht. Vier? Ja, ah, in der Wand liegt auch noch einer. Ach so, okay, habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich einen davon auch noch getötet habe. Ich bin ja gelevelt, fällt mir gerade ein. Ich müsste gleich mal leveln. Kannst du ja nachher Fahrt machen. Ja, genau. Obwohl, 4 Minuten. Ja, das wird zu lange hin. Wow, ich bin jetzt zweimal in 3 Parts gelevelt, das läuft. Ich auch. Läuft bei uns. Wir haben blaue Sachen gefunden, beziehungsweise eine. Und hast du auch noch eine gefunden? Nee. Doch, meine Todesklinge hast du gefunden. Ja, doch, stimmt, genau. Und das den Siphon haben wir auch noch, oder? Nee, den Siphon hatte ich schon. Der war bei mir im Inventar. In der Kiste oder im Inventar? In der Kiste. Wir sind gar nicht mal mehr so schwach eigentlich. Die waren von Anfang an nicht schwach. Du hast einfach nur wenig verkraftet. Ja, weil ich nur... oh, ich hab... warte mal. Ich hab jetzt über 1000 Leben, glaube ich. Ne, 980 immer noch. Ich kann doch einfach Eichenherz skillen und dann... warte, ich skill mal kurz Eichenherz. Ist ja auch erst auf 3. Jetzt habe ich 1100 Leben. 1500. Ja, du hast 20 Leben mehr als ich. Geht inzwischen. Statt dass ich das vorher mal ein bisschen skille, nein. Immer die Hundis, die ich nie anhab. Magst mich heilen? Ja, warte, ich muss die Taste 3, das da. Ja, heilen ist aber nicht mehr so stark, glaube ich. Das ist nicht Hälfte des Lebens. Ja, das war aber schon lange so. Ich mach glaube ich nur Wow, ich hasse diese Brandschlangen. Hast du die Brandschlange und tötest die Giftschlange? Ja, weil die mir auch todesviel Schaden macht. Gift und Brand sind so zwei Sachen, die ich überhaupt nicht ab kann. Also mich heilt das Ding zum Beispiel noch komplett voll. Ich kann gleich mal gucken, wie viel das healt. Das healt. Wow, ich stehe direkt in der Gift, in der Brand. Hier ist noch so eine Brandschlampe übrigens. Eine Gift auch noch. Ja, die kommen ja immer zusammen. Wow. Du brauchst mehr Energie. Gestorben. Erstmal gegen die Wand klatschen. Und so ein Energietrank. Ja, hab's auch gesammelt. Siehst du, jetzt brauche ich mal wieder Heiltränke. Jetzt habe ich nur noch 20. Komm, wir scheißen auf den einen Raum da. War auch nix. Die haben wir schon alle gepult. Ja, hab ich gesehen. Wow. Wie so eine Brandschlampe, Alter, ich brenne. Ich vertrage keinen Gips und ich vertrage keinen Brand. Ich vertrage sozusagen keinen Elementarschaden. Wobei Gips ist ja schon ganz gut. Bogen sehen es hier noch. Ja. Gift ist ich hab's eigentlich nur gemacht, damit, um dich abzulenken, damit ich mir das Gold schnappen kann. Ich weiß. Ganz ehrlich, so viel Gold wie wir haben, können wir eh niemals ausgeben, also egal. Ich kann das also nicht ausgeben. Nichts. Challenge accepted. Ich kaufe noch 1 Million Heiltränke. Hier ist ein Bossgegner. Also. Danke, dass du sie genau aus meiner Sturmwelle rausgelockt hast. Hab ich gern gemacht. Ich hab den. Ich hab das Heldenmonster. Ich seh's. Du brauchst mehr Energie. Abgetötet, hat wieder nichts Gutes verloren. Das ist Heldenmonster, nichts verlieren. Wenn die wenigstens was Grünes oder irgendwas Goldenes verlieren würden, ich meine. Aber sie verlieren ja nicht mal was Weißes manchmal. Ich hab Bock noch ein Part aufzunehmen. Ja. Kannst du auf die Festplatte ziehen, oder? Dann können wir noch aufnehmen, oder? Dann dauert's aber einen Augenblick. 2 Stunden. Ja, scheiß drauf. Okay. Ich hab Zeit.
Ja, hier sind übrigens noch Gegner. Ja, hier auch. Hier sind die gehört? Kleinen, die ich mit einem. Ja, hier ist Fledermaus-Zahn für dich. Habe ich schon fertig einmal. Das hier liegt aber noch an. Und dann töten wir noch schon die Gegner, die wir gepult haben und dann. Part zu Ende? Ja, hast du es nicht gehört? Nein. Das war ja ATS, ja. Ich hab's eigentlich laut genug, aber. Okay, dann erzähl mal. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.